Willkommen zurück zu Schwammkopf. In der letzten Folge hatte ich ein paar Probleme, das lag aber daran, man muss in eine große Krabbe zurückgehen und zu den Tresen gehen und dort liegt ein Zettel von Thaddäus, dass er nach den Tagelfelden gegangen ist. So, und erst wenn man den Zettel gelesen hat, kann man dann hier rein. Sehr beschissenes Gameplay-Element, muss ich mal wirklich sagen, Story-Element. Weil das tut man wirklich nicht schnell finden. So. Ah, jetzt kann ich Sandy besuchen. So, und jetzt können wir Sandy besuchen. So. Wurde überhaupt mal irgendwann geklärt, was Sandy eigentlich schon unten macht? Was sie unten macht eigentlich auf dem Meeresboden? Es wurde ja nur gesagt, dass irgendeine Mission oder so ist, die finanziert. Oh, der Apfel ist zu weit oben für mich. Ich komme nicht dran. Die finanziert wurde, aber warum das nun finanziert wurde, wurde eigentlich noch nicht gesagt. So, mal sehen, wir erkunden den Garten noch ein bisschen weiter. Nein, danke. Ich hatte heute schon genug Training. Was ist hier? Ah, Fernrohr. Das ist die Musik schon zu neben den Tentakelfelden. Da ist also Tentakelfelden. Ah, war klar. Das sieht auch ein bisschen so aus. So. Wir gehen mal zu Sandy. Hey, Sandy! Tut mir leid, SpongeBob. Keine Zeit zum Plaudern. Ich bin erschöpfter als ein Glühwürmchen in einem Gewitter. Ich brauche Nüsse im Schokoladenmantel. Und ich will sie jetzt. Sandy, du scheinst im Moment nicht du selbst zu sein. Ich schätze, du hast recht. Ich hätte nie gedacht, dass das Verlangen so groß wird. Aber vermutlich hat jedes Mädchen seine Schwächen. Oh mein Gott. Wie kann ich dir helfen? Naja, wenn du Nüsse im Schokoladenmantel auftreiben kannst, wäre das schon okay. Okay, hier sehen wir den Ahornfernseher. Ich schätze, das Ding hat einen tollen Empfang. Pass lieber auf, was du über meine Möbel sagst, SpongeBob. Sonst passiert ein Unfall. Hast du schon Nüsse im Schokoladenmantel gefunden? Ich brauche sie mehr als eine Blume das Wasser. Okay, wir gehen mal raus. So, zum Tisch. Und eine Raupe. Hallo, kleines Kerlchen. Du siehst hungrig aus. Bist du hungrig, Bist du hungrig, weil Sandy in ihrem Schokoladenrausch vergessen hat, dich zu füttern? Du kannst auch eine Folge. Ich weiß ja nicht, was du möchtest. Wäre ein Keks, okay? Mit einem Wurm. Wenn ich dich füttere, verwandelst du dich vielleicht in einen schönen Schmetterling, fliegst hoch auf den Baum und pflückst mir einen Apfel. Aber das ist etwas an den Haaren herbeigezogen, oder? Nicht unbedingt, SpongeBob. Hier, bitte, Kekse. Ist auch kleiner Freund. Eine Raub ist das. Das sieht lecker aus. an den Haaren herbeigezogen, hä? Das stimmt. So, der Apfel. Ein Apfel am Tag ist okay. Gut. So, wir haben den Apfel. Wir gehen zu Mrs. Puff und geben ihm den Apfel. Und geben ihr den Apfel. Damit hätten wir das auch geschafft. Und dann gehen wir mal zu den Tentakelfelden. Die Musik ist... Die Musik in den SpongeBob-Serie und den SpongeBob-Filmen ist einfach klasse, das muss man gesagt haben. So, hier, Apfel, bitte. Hier, bitte, Mrs. Puff. Oh, SpongeBob, ich bin ja so überrascht. Du hast mir tatsächlich einen Apfel gebracht. Oh. Und? Bestimmt war dann an einer Seite verfault, hä? Ja. Und einen recht guten dazu. Er ist nur auf einer Seite verfault. Ach, oh, SpongeBob. Warum? Hey, Mrs. Puff.
Ich nehme an, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Was willst du jetzt, SpongeBob? Nun, Sie sind meine Lieblingslehrerin und ich möchte wirklich gern, dass Sie in den neuen Abenteuern von Meerjungfraumann und Blaubarschbube mitspielen. Wenn ich ja sage, lässt du mich dann in Ruhe? Klar! Na gut, ich komme dahin, sobald ich mich beruhigt habe. Gut, sie kommt, sobald sie sich beruhigt hat. Das ist schön. SpongeBob. Lass deiner Lehrerin eine Minute Zeit. Gut. Ah, den spielst du mal an sofort. Ja, SpongeBob. So. Angespitzten Bleistift immer gut, besonders bei Geometrie. Immer merken. Ich habe früher immer so einen ganz kleinen gehabt. So abgestumpft und sah aus scheiße, aber ging auch. So, nach den Tagelfelden. Ich frage mich, ob wir da reinkommen, weil wir sind ja ein Schwamm und kein Tintenfisch. Tintenfisch hat, glaube ich, 6 Beine, ein Oktopus hat 8. Hi, ich möchte meinen Freund Thaddäus besuchen. Tut mir leid, Kinder sind nicht erlaubt in Tentakelfelden. Dort, wo die Fröhlichkeit nur einen Saugnapf entfernt ist. Abgesehen davon würde der harmonische Friede unserer Gemeinschaft einem Kind wie dir nur öde und langweilig erscheinen. Oh, aber ich muss unbedingt meinen Freund besuchen. Genug. Hier, nimm dieses Kinoticket und verneble deinen Verstand mit endlosem, bedeutungslosem Geschwätz. Erwachsene benutzen ganz schön viele lange Wörter. So, wir haben eine Kinokarte, also benutzen wir die auch. Indem wir ins Kino gehen. So, geht zum Riffkino. Und wir gehen mal diesen komischen Kerl. Hey, kann ich reinkommen? Sicher kannst du das, wenn du ein Ticket hast. Oh, hier auch wieder, Kumpel. Hier ist mein Ticket. Hier entlang, Sir. Danke. Hurra! Es hat geklappt! Hi. Ich habe dein Ticket bereits. Genieße die Vorstellung. Was hat denn der für eine schwule Stimme? Zum Snackstand. Da ist keiner. Weiter ins Kino. The End. Okay. Lang mal. Gott. Das war's auch schon wieder. Ist mein Snack stand irgendwas? So. Ah, oh, Snackverkäufer, versteh. Der Langeweile ruft hey, das. Was ist los? Tut mir leid, dass ich Sie aufwecken musste. Aber ich brauche etwas von der Snackbar. Oh nein, mein Chef wird so wütend sein. Ich gehe besser wieder an die Arbeit. Oh, eine Nummer für den Tagelfelden, hä? Die schreiben wir uns mal ab. So, wir haben die Nummer. Komisch, dass dafür keine Animation gab. Ist es nicht erstaunlich, wo manche Firmen Werbung machen? Das stimmt, SpongeBob. So, wir gehen mal wieder zurück. Was ist der Film, hä? Du willst mich bestimmt auf die Schippe nehmen. Die Drecksabörse hat die Blasenmaschine kontaminiert und seine Klone zerstören jetzt das ganze Set. Gil Hammerstein. Nun, Meerjungfraumann und Blaubarschbube da. Das sind doch Superhelden, oder? Die spielen Dame? Wen können wir darüber schicken, damit er sich um dieses Chaos kümmert? Kann ich etwas für Sie tun, Mr. Hammerstein? Wird auch Zeit, dass du kommst. Hör zu, die Drecksackblase ist am Set und macht alles kaputt. Geh dorthin, lass die Blasen platzen und beseitige das Chaos. Okay. Okay. Und was machen Sie? Hatten wir das nicht bereits, Junge? Okay. Na dann, Zeit, dass wir die Blasen zerplatzen. Das
sehen, die Steuerung ist einwandfrei schon mal. Also nicht einwandfrei, es ist scheiße ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Hurra! Adventures haben oft mit einer nicht ganz sauberen Steuerung zu kämpfen. Besonders solche. Hurra! Hurra! Das ist ja nicht so schlimm. Hurra! Komm. Kommt. Welche ist zuerst dran? Hurra! Ah, gewonnen. Das ging schnell. So. So, zum Snackstand. Ich hoffe, Sie haben keinen Ärger bekommen. Dank dir nicht. Ich war gerade rechtzeitig zurück. Mein Chef ist ein echter Killerwal, weißt du? Könnte ich bitte einen Schokoladenriegel haben? Für den Jungen, der meine Schuppen gerettet hat. Aber sicher. So. Warum haben Sie überhaupt im Toilettenraum geschlafen? Nun, dieser Job ist nicht sonderlich abwechslungsreich, wenn du verstehst, was ich meine. Man schläft schnell ein, wenn man nichts Aufregenderes zu tun hat, als einen alten Kaugummi vom Tresen abzuschaben. Schöner Job. Wenn Ihnen der Job nicht zusagt, wie wäre es dann mit einer Karriere als Schauspieler? Hey, klingt gut. Leider habe ich keine Ahnung, wie man schauspielert. Kein Problem. Die Schauspielerei ist noch das Einfachste. Bei einer Show besetzt zu werden, ist der schwierige Teil. Okay, aber wer würde mich denn in die Show stecken? Ich. Betrachten Sie sich als besetzt für die neuen Abenteuer von Meerjungfraumann und Blaupaschbube. Wow, bei der Arbeit zu schlafen war das Schlaueste, was ich seit langem getan habe. Okay. Gut. Ich gehe besser zum Set, bevor ich wieder einschlafe. Ha. Würde ich dir raten, mein Lieber. So, Zeit, dass wir zu den Tage alt. Erst woanders hin. Nein, nicht Sandys Baumhaus, sondern Mrs. Puffs Bootsfahrschule. Aber was wir hier machen, werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Und tschüss.